Wir sind hier in Herford bei Dresselhaus im Logistikzentrum. Dresselhaus ist einer der führenden C-Teile-Lieferanten im Bereich Verbindungselemente. Ja, wir befinden uns hier quasi im Headquarter von Dresselhaus mit dem größten Lager, mit der größten Logistik unternehmensweit. Wir sind hiermit das Zentrallager und beliefern auch unsere anderen Lagerstandorte sowie Kunden deutschlandweit. Also meine Kinder würden sagen, Papa, ihr wart echt 90er. Mit Recht, das Gebäude ist in den 90ern in Betrieb genommen worden. Wir hatten eine manuelle Palettenanlage, wir hatten eine mehrgeschossige Kommissionieranlage mit einer Reihe von Fachbodenregalen. Im Endeffekt haben wir die gesamte Kommissionierung umgestellt, sprich die Geräte, die fahren zu den Mitarbeitern und die können dann so an ihren Stationen kommissionieren. Konkret verändert hat sich dabei, dass wir den großen Schritt in die Automatisierung gegangen sind. Mit den mobilen Robotern beginnen wir eigentlich im Wareneingang. Das heißt, der Mitarbeiter, der stellt Paletten auf die Gestelle, scannt diese. Wir nehmen sozusagen Informationen auf und senden dann Transportroboter dahin. Diese nehmen dann die Paletten auf und senden die entweder ins Hochregallager, dann geht es entweder direkt in Richtung Warenausgang oder zu den Kommissionierinseln. Aus dem Wareneingang kann es auch direkt in unser dynamisches Blocklager gehen. Dort haben wir überall unsere Gestelle, insgesamt knapp 1800 Gestelle aufgebaut. Und wir können aus dem Wareneingang die Paletten direkt in die Ebenen bringen, über den Vertikalheber. Neben der Palettenkommissionierung gibt es auch die Wälderkommissionierung hier bei Dresselhaus. Das heißt, ein X-Gerät transportiert ein mobiles Regal zu dem Roboterarm. Der mobile Roboter entnimmt dann die vollen Behälter aus dem Regal raus, stellt sie auf eine Fördertechnik. Auf der anderen Seite übernimmt dann unser S3 diesen Behälter und bringt den dann ins Shuttle-Lager. Die Kommissionierenden sind eigentlich das Herzstück des Logistiksystems hier. Sprich, dort arbeitet der Mitarbeiter und dort pickt er von Quellpaletten auf die Zielpaletten. Pick by Light ermöglicht dem Mitarbeiter nahezu fehlerfrei an den Kommissionierenden zu arbeiten. Das heißt, der Mitarbeiter erhält durch das Lichtsignal praktisch genau die Information, von welcher Quellpalette und auf welche Zielpalette er kommissionieren muss. Wenn die Zielpaletten dann fertig sind, dann transportieren wir die in Richtung Warenausgang. Wenn die Anlage komplett störungsfrei läuft, brauchen wir dringend weitere Kunden und mehr Durchsatz. Man ist also schneller fertig als erwartet mit seiner Tageslast. Die Fehlerquote hat sich deutlich minimiert, so dass wir auch wieder einen Mehrwert für unsere Kunden haben. Als weiterer Automatisierungsprozess ist der automatische Palettenwickler geplant. Sprich, wir können mit den mobilen Robotern in den Wickler hineinfahren. Dort wird die Palette ohne Menschen gewickelt, fertig gemacht für den Versand und ist dann praktisch direkt bereit für den Warenausgang. Wenn ich Self-Log in 3 Worten beschreiben müsste, dann würde ich sagen: kompetent, partnerschaftlich und flexibel.